Gottes neuer Bund, Zeugnis über Prophezeiung und Erfüllung der Offenbarung, die Sie zu dem Shinzonji Online-Seminar gekommen sind, werte Pastoren, Theologen und Gemeindemitglieder aus aller Welt, es freut mich, Sie zu sehen. Ich bin für die Moderation zuständig, Jejun Pyeon. Das, was 2000 Jahre lang versiegelt war, die Worte der Offenbarung, werden jetzt weit geöffnet und in die ganze Welt bezeugt. Dass ich das mit Ihnen gemeinsam erleben darf, darüber freue ich mich von Herzen. Die Worte Gottes, in denen das Leben ist, dienen dazu, die Geheimnisse des Himmelreichs direkt zu überprüfen. Und von Pastoren aus aller Welt, die das direkt machen wollen, bekommen wir unaufhörlich Kontaktanfragen. Das zeigt, denke ich, dass durstige Seelen zu dem Wasser des Lebens in offenbarten Wort kommen, dass der Geist lebendig wird, dass man das spürt. Online werden die Worte über die Realität der Offenbarung in dieser Zeit verkündigt, so wie Posaunen geblasen werden. Und das wird gerade live ausgestrahlt und auch über Nachrichten und Medienberichte als Posaunenschall in der ganzen Welt ausgestrahlt, und da möchten wir auch den Sendeanstalten danken. Gottes neuer Bund, die wahre Bedeutung der Offenbarung, wollen Sie erfahren, und Gott, der Ihre Schritte dafür hierher geleitet hat, danke ich, und damit wollen wir das Seminar beginnen. Wir wollen mit einem Herzen beten. Heiliger Vater Gott, der du voller Liebe und Gnade bist, auch heute gibst du uns die Worte deines neuen Bundes, das Zeugnis über Prophezeiung und Erfüllung der Offenbarung, dass du uns zu diesem Shinzonji Online-Seminar geleitet hast, dafür danken wir dir, dass wir durch diese kostbaren Worte des Lebens Gnade bekommen und in der Wahrheit eins werden und dir, Vater Gott, auf diese Weise Herrlichkeit darbringen können, dass du uns dahingehend geleitet hast, dafür bringen wir dir unendlichen Dank dar. Vor etwa 2000 Jahren wurde das vorhergesagt. All diese Worte Jesu, die erfüllen sich in der heutigen Zeit. Wir alle, die wir Glaubensgeschwister sind, die gleichermaßen auf das Himmelreich hoffen, dass wir eines Herzens werden und die Speise des Lebens miteinander teilen und eine kostbare Stunde haben, wo wir diese Gnade empfangen und Hoffnung miteinander teilen. Das ist so eine Stunde werden, wo wir die Worte, die gegeben werden, in vollkommener Weise erkennen, dass es eine gesegnete Stunde wird, wo wir das in unsere Herzen prägen. Wir alle glauben an den Bund von dir, Gott und Jesus und an die Hoffnung, die, von der du uns gesagt hast, dass du sie uns geben wirst. Gemäß der Verheißung wollen wir diese Gnade, die du verheißen hast, wirklich in Fülle genießen und das, was du als Ziel uns auch als Hoffnung gegeben hast, uns Gläubigen, noch einmal erkenne, dass es so eine kostbare Zeit werden. Und bitte überkleide du auch den Stammesleiter, der diese Stunde, diese Worte bezeugt, mit dem Heiligen Geist, dass er mit den Tausenden mal Tausenden und Zehntausenden mal Zehntausenden von Engeln eins wird und dir Herrlichkeit darbringen kann durch diese Stunde. Wir danken dir in dem Namen Jesu, der uns von dem Tod zum Leben übergeleitet hat. Im Namen Jesu haben wir gebetet. Amen. Ja, das heutige Seminar, das online stattfindet, wird unter strikter Einhaltung aller Präventionsrichtlinien und der sozialen Distanzierung durchgeführt. Heute wollen wir im Anschluss an Offenbarung 10 vergangene Stunde mit den Worten von Offenbarung 11 fortfahren. Wir wollen das durch den Matthias-Stammesleiter Pang Sik Chang lernen. Wenn man Offenbarung 11 in einem Satz zusammenfasst, könnte man sagen, es geht um die zwei Zeugen und die siebte Posaune. In dem Haupttext gibt es eine Verheißung über zwei Zeugen, die Jesus begleitet. Was bezeugen diese zwei Zeugen und wessen Zeugen sind sie wohl? Und vergangene Stunde, als wir Offenbarung 10 gelernt haben, haben wir gesehen, dass, wenn die siebte Posaune geblasen wird, Gottes Geheimnis seinen Knechten, den Propheten, gemäß der Botschaft des Evangeliums erfüllt wird, oder? Diese Posaune ertönt heute in Kapitel 11. Was diese Posaune ist, was erfüllt wird und was darin als erstaunliches Geheimnis verborgen ist, das wollen wir diese Stunde gemeinsam erkennen. Wir wollen den Matthias-Stammesleiter Pang Sik Chang, der dieses Geheimnis bezeugen wird, nach vorne bitten. Ich bitte um großen Applaus. Werte Pastoren, Theologen und Gemeindemitglieder aus aller Welt, aus allen Ländern, sind Sie wohl auf? Ich grüße Sie. Heute wollen wir im Anschluss an die vergangene Stunde zu dem neuen Bund Gottes aus dem Zeugnis über Prophezeiung und Erfüllung der Offenbarung
das Zeugnis zur Offenbarung 10 hören. Wir wollen in die Bibel einsteigen und eine kostbare Stunde haben, wo wir diese Worte in vollkommener Weise erkennen. Das wünsche ich Ihnen von Herzen. Ja, die Überschrift heute von Offenbarung 11 lautet die zwei Zeugen und die siebte Posaune. Die zwei Zeugen und die siebte Posaune. Die Kerninhalte des Haupttextes wollen wir mal in drei Abschnitte unterteilen. Die zwei Zeugen und die siebte Posaune, in was für einer Beziehung sie zueinander stehen. Und der Schall der siebten Posaune, sowie was die Wirklichkeit der siebten Posaune ist, wollen wir uns anschauen. So, zunächst einmal zu den zwei Zeugen und der siebten Posaune, in was für einer Beziehung sie zueinander stehen. Jesus hat diese zwei Zeugen, als sie ihr Zeugnis vollendet haben, werden sie getötet durch das Tier, das aus dem Abgrund heraufgestiegen ist. Und nach 3,5 Tagen werden sie wieder lebendig. Nach so einer Auferstehung wird nun die siebte Posaune das Geheimnis des Himmelreichs kundgetan. Was ist dieser siebte Posaunenschall? In Offenbarung 10, Vers 7, vergangene Stunde, haben wir gelernt, das ist wessen Geheimnis? Das ist Gottes Geheimnis. Etwas, was wir nie zuvor gehört haben, dieses Geheimnis Gottes. Das sollten wir in unsere Herzen prägen, während wir das hören. Worum geht es hier? So, das Reich der Welt wird zu Gottes Reich, ist hier vorhergesagt. Das ist der Inhalt von Kapitel 11, Vers 15. Unter den Inhalten, die wir heute lernen werden, ist das der wichtigste Kerninhalt, könnten wir sagen. Und dadurch, dass es jetzt zum Reich Gottes wird, ist es so, dass die Geister, die in Gott als Märtyrer gestorben sind, auferstehen und auch diejenigen, die lebendig sind, verwandelt werden, sodass sich das ewige Leben erfüllt. So wie in 1. Korinther 15, Vers 51 bis 54 gesagt wurde, um dieses Geheimnis geht es hier. So, und was ist die Wirklichkeit von der siebten Posaune? Das ist, in einem Wort zusammengefasst, der neue Johannes, der Hirte der Verheißung des Neuen Testaments. So, was für ein Mensch ist dann dieser neue Johannes? Vergangene Stunde hatten wir in Offenbarung 10 gelernt. Das ist derjenige, der das Wort empfangen hat und die Ereignisse aller Kapitel der Offenbarung höchstpersönlich gesehen und gehört hat, der Zeuge. Derjenige, dem Jesus das Buch gegeben hat, nachdem er dieses mit sieben Siegeln versiegelte Buch, das in Gottes Hand war, bekommen hat und ein Siegel nach dem anderen geöffnet hat. Und als er das erfüllt, gibt es ja jemanden, der das an seiner Seite direkt sieht und hört. Und das ist eben derjenige, wie wir in Offenbarung 1, Vers 2 sehen können, der das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt hat, alles, was er sah, oder? Wenn wir in Offenbarung 22, Vers 8 schauen, da heißt es, derjenige, der all diese Ereignisse, der alle Kapitel der Offenbarung gesehen und gehört hat, ist Johannes, so sagte ich, Johannes bin der, der das hörte und sah. Und so war es vor 2000 Jahren, als es in Vision empfangen wurde, zwar Apostel Johannes, der das in Vision gesehen hatte, aber wenn es erfüllt wird, dann gibt es Realitäten, oder? Das müssen wir wissen. Zu der Zeit der Prophezeiung gibt es also noch keine Realitäten, die man sehen könnte, selbst wenn man es sehen möchte, aber wenn es sich dann erfüllt, dann gibt es ja Realitäten, die erscheinen. Und das kann man dann sehen und bezeugen. Das ist wichtig, müssen Sie wissen. So, diese Nationen, sie sollen das Himmelreich und ewiges Leben empfangen und dafür brauchen sie die Offenbarung Jesu, die sie aber nur bekommen können, indem sie den neuen Johannes treffen und Offenbarung empfangen, oder? Der Grund dafür ist, wenn wir jetzt schauen in Johannes 17, Vers 3, das ewige Leben ist ja dem wahren Gott und den, den er gesandt hat, zu erkennen. Aber wie kann man Gott erkennen? Die Methode besteht darin, wie in Matthäus 11, Vers 27 geschrieben steht, dass man nur durch Offenbarung den wahren Gott erkennen kann und den, den er gesandt hat. Darum auch bei der Offenbarung Jesu heutzutage, das haben Sie ja bereits gelernt, deswegen werden Sie das bereits wissen, es ist ja in den Bauch von dem neuen Johannes gelangt. Es war also eine Offenbarung Jesu, die er empfangen hat. Von ihm muss man das also erfahren. Dann kann man den wahren Gott und auch Jesus und auch den verheißenen Hirten erkennen und ewiges Leben bekommen. Das bitte beherzigen. So, dann wollen wir uns einmal einen Überblick verschaffen über den Inhalt von Offenbarung 11. Zunächst einmal gibt es einen Tempel, der gemessen werden soll und es gibt einen Außenhof von diesem Tempel, der nicht gemessen werden soll. Zu dieser Zeit ist es so, dass diese zwei Zeugen von Jesus mit Sacktuch bekleidet, verschiedene Plagen
tun. Und hier gibt es dann noch diese zwei Zeugen, die von dem Tier getötet werden. Aber nach 3,5 Tagen bekommen sie wieder Geist des Lebens, sodass sie dann auferstehen. Diese zwei Zeugen erscheinen dann, oder? Und da ist das, was eben geblasen wird, die siebte Posaune. Wenn die siebte Posaune geblasen wird, dann ist es in dieser Welt so, dass Gottes Reich errichtet wird. Dieses erstaunliche Geheimnis finden wir hier. Diese 5 Punkte sollten Sie bitte zuerst in Ihre Herzen prägen. So, dann wollen wir einmal Offenbarung 11, Vers 1 bis 2 lesen. Offenbarung 11, Vers 1 bis 2. Und es wurde mir ein Rohr gleich einem Stab gegeben und gesagt, steh auf und miss den Tempel Gottes und den Altar und die, welche darin anbeten. Und den Hof, der außerhalb des Tempels ist, lass aus und miss ihn nicht, denn er ist den Nationen gegeben worden und sie werden die heilige Stadt zertreten 42 Monate. Ja, gut gelesen. Wenn wir im Text schauen, da kommt das Wort und oder zudem vor. Das heißt, es folgt auf den Inhalt von Offenbarung 10. Und wenn wir schauen in allen Kapiteln der Offenbarung, da kommt immer wieder dieser Ausdruck vor, und ich sah und ich hörte, da gibt es jemanden, der hier aus der Ich-Perspektive spricht. Und das ist eben derjenige, bevor es erfüllt würde, der Apostel Johannes war. Aber wenn es dann erfüllt wird, dann ist es der neue Johannes. In dem Text, da steht, er bekommt jetzt ein Rohr gleich einem Stab, oder? Und er bekommt eine Anweisung, nämlich, dass er diesen Tempel Gottes und den Altar und die, welche darin anbeten, messen soll. Diesen Befehl bekommt er. Und den Hof außerhalb des Tempels, oder was? Nicht messen, sondern einfach lassen. Denn das ist den Nationen oder den Heiden gegeben worden und sie werden die heilige Stadt 42 Monate lang zertreten, ist hier vorher gesagt, oder? So, der neue Johannes, der hat in Offenbarung 10 das geöffnete Buch, das offenbarte Wort bekommen, und in Kapitel 11, da bekommt er wiederum ein Rohr gleich einem Stab. Danach ist es so, dass er dann, so wie er angewiesen worden ist, dann den Tempel und die, die darin anbeten, misst. Was für eine Bedeutung hat zunächst einmal dieses Rohr gleich einem Stab? Ein Stab ist ja etwas, was ein Mensch doch zur Stütze benutzt, wenn er unterwegs ist, und so auch bei diesem Berufenen, dem neuen Johannes, während er den Weg Gottes geht, bekommt er Hilfe von einem geistlichen Gehilfen, dafür steht das. So, es ist also ein geistlicher Gehilfe, der dem neuen Johannes hilft, oder auch ein geistlicher Freund, könnte man sagen. Aber wenn wir schauen, dieser Mensch wird ja als ein Rohr bezeichnet, ein Rohr ist doch aber etwas, was wirklich ein schwaches Grashalm darstellt. Wenn man dann schaut, dieses Werkzeug, das zum Messen benutzt wird, das ist also jemand, der eher schwach ist. Die Realität davon ist, das ist jemand, der dem neuen Johannes als Berufener geholfen hat, aber es war ein Mensch von dem Zelt der 7 goldenen Leuchter, von dem Tempel des Zeltes. Das ist dann wiederum der Tempel Gottes. Wenn wir schauen in 1. Korinther 3, Vers 16, da seid Apostel Paulus, wisst ihr nicht, dass ihr Tempel Gottes seid. Bevor Jesus gekommen ist, in der Geschichte des Alten Testaments, da ging es ja bei Tempel Gottes eher um ein fleischliches Gebäude, aber als Jesus gekommen ist, ab dieser Zeit, ging es dann von wieder diesem Tempel um etwas, was Jesus ja gesagt hat, was er innerhalb von 3 Tagen wieder aufrichten wird, wenn sie es zerbrechen. Das heißt, damit war der Herzenstempel Gottes gemeint. Was für Menschen sind das dann wiederum? Wenn wir schauen in Offenbarung 3, Vers 4, da gibt es ja in Sardes einige, die ihre Kleider nicht besudelt haben und die mit dem Herrn wandeln, einhergehen. Das sind doch diejenigen, mit denen der Herr gemeinsam ist. Also auch wieder Menschen, die ein Tempel sind, oder? Das heißt, das sind Menschen, die das Tier, das Bild und die Zahl seines Namens überwunden haben und vor den Thron Gottes herausgekommen sind. Es gibt also jetzt hier einen Tempel Gottes, der gemessen werden soll. Und dann nochmal einen anderen Tempel. Wenn wir schon in der Bibel, da kommen ja 2 verschiedene vor. Zunächst einmal in Offenbarung 13. Da ist in den Tempel des Zeltes dann aus dem Meer dort der heidnische Zerstörer reingekommen. Zunächst einmal ist der Tempel des Zeltes errichtet worden. An diesen Ort ist dann aber der heidnische Zerstörer reingekommen, hat das zerstört. Und da gab es aber eine Minderheit, eine kleine Anzahl von Menschen, die gegen diesen Zerstörer gekämpft haben und überwunden haben und herausgekommen sind. Mit diesem Ort ist dann wer gemeinsam? Gott ist mit diesem Ort gemeinsam. Und dabei ist es ja so, dass sie dann den Abfall und die Zerstörung sehen und bezeugen. Und deswegen ist es der Tempel des Zeltes des Zeugnisses geworden. Der Ort, den Gott zu messen befiehlt, ist also dieser Tempel des Zeltes des Zeugnisses, mit dem Gott gemeinsam ist. Wenn man das jetzt mit der Zeit Moses vergleicht, dann ist dieser Tempel des Zeltes dann
Doch das Heiligtum, wo der Leuchter steht, oder? Aber in dem Allerheiligsten, da war ja Gott. Das heißt, der Tempel des Herrn des Zeugnisses ist dann das Allerheiligste. Und wer sind diejenigen, die im Tempel Gottes anbeten? Das sind diejenigen, die dem neuen Johannes, dem Überwinder, gefolgt sind und hinausgegangen sind, eins geworden sind mit ihm und mit ihm Gottesdienst halten. Diese kleine Anzahl an Menschen ist damit gemeint. Ob auf den Bergen oder auf dem Feld, wenn wir da Gottesdienst darbringen, dann sagen wir doch, dieser Ort, wo diese Menschen versammelt sind, ist doch dann eben der Tempel, oder? Und was ist dann die Bedeutung davon, dass gemessen werden soll, dass der Glaube und die Menge an Wissen von ihnen gemessen werden soll? Wenn wir in Hesekiel 47 schauen, da heißt es, dass auf dieser Erde Gottes großer Tempel errichtet wird und dass dort dann sehr viel Wasser hervorströmt, Wasser des Wortes, oder? Und dann wird aber so eine Messschnur genommen und viermal gemessen. Und dementsprechend wird hier also das Wissen und die Menge an Glauben gemessen. Und es heißt, dass die Nationen den Außenhof des Tempels zertreten. Was ist dann dieser Außenhof des Tempels? Vorhin in dem Bild konnten Sie das gerade sehen. Es gibt den abgefallenen Tempel des Zeltes, in den das Tier eingedrungen ist, und das ist damit gemeint. In der Offenbarung sehen wir in Kapitel 13, 6 und 2 bis 3, da tritt ein Ort in Erscheinung, damit ist ein und derselbe Ort gemeint. An diesen Ort ist wer hineingekommen? Wer sind da die Nationen, die das zertreten haben? Es sind die 7 Köpfe und die 10 Hörner, dieses Tier, das den Tempel des Zeltes verschlungen hat. Ihre Organisation ist damit gemeint. Welcher Ort also? Wenn wir in Offenbarung 13 und Offenbarung 12 schauen, ist es das Himmelszelt. Und deswegen sind es die Menschen, die dann nicht zu dem Tempel des Zeltes gehören, zum Himmelszelt, die sind aus Gottes Sicht dann Heiden, oder? Was ist die Wirklichkeit davon? Wir schauen uns das mal an. Das sind dann 7 Hirten von dem Zhongzhige Lehrinstitut. Das sogenannte Zhongzhige Lehrinstitut. Zhongzhige bezeichnet Hirten. Das heißt, es war eine Lehreinrichtung, wo eben Pastoren ausgebildet wurden. Das heißt, sie hatten unglaublich viel Macht, oder? An diesem Ort gab es berühmte 7 Hirten, die damit gemeint sind. Herr Erde, Herr Kim, Herr Hang, Herr Wan, Herr Kim, Herr Beck, Herr Erde. Das sind das erste Mal nur Decknamen. So, was ist es der Grund dafür, dass dieser Außenhof zertreten wird? Weil das Auserwählte Volk Gottes abgefallen ist und nicht Buße getan hat, soll das gerichtet werden. Und diese 42 Monate sind was, wo sie zertreten werden? Wenn wir in Offenbarung 13, Vers 5 schauen, da sehen wir, dass die Nationen das abgefallene Auserwählte Volk 42 Monate lang beherrschen. In Matthäus 24, Vers 21 bis Vers 22 können Sie sehen, dass für diejenigen, die Gott auserwählt hat, damit sie im Fleisch Errettung erfahren, die Tage jener Bedrängnis verkürzt werden. Im Alten Testament in Jeremia 25, Vers 11 können wir sehen, dass das fleischliche Israel, das auserwählte Volk, als es gesündigt hat, dem heidnischen Babylon ausgeliefert wurde für 70 Jahre lang und da zerstört wurde. Wenn man 70 Jahre lang zerstört wird, dann ist es ja so, dass das ganze Fleisch stirbt in der Zeit und dass aber die Auserwählten auch im Fleisch gerettet werden können, dafür wurde diese Zeit der 70 Jahre auf 3,5 Jahre verkürzt. Was für ein großer Segen ist auch das. Und in Vers 3 bis Vers 5 wollen wir jetzt mal lesen, Offenbarung 11, Vers 3 bis 5. Und ich werde meinen zwei Zeugen Vollmacht geben, und sie werden 1260 Tage weissagen mit Sacktuch bekleidet. Diese sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Herrn der Erde stehen. Und wenn jemand ihnen schaden will, so geht Feuer aus ihrem Mund und verzehrt ihre Feinde. Und wenn jemand ihnen schaden will, muss er ebenso getötet werden. Ja, gut gelesen. Der Inhalt der Hauptreferenz ist über zwei Zeugen, die in Sacktuch gekleidet sind. Sie haben von Jesus Macht bekommen und sind mit Sacktuch bekleidet. Und 1260 Tage lang weissagen sie diese zwei Zeugen. So, wer sind hier diese zwei Zeugen? Das ist der neue Johannes, der in Offenbarung 10 das geöffnete Buch zu essen bekommen hat. Und derjenige, der in Kapitel 11 dem neuen Johannes gegeben wurde, der im Gleichnis als das Rohr gleich einem Stab bezeichnet wurde, dieses Fleisch kommt davor. Diese zwei Personen sind diese zwei Zeugen hier. Es sind zwei Zeugen Jesu, wird hier gesagt, oder? Was wir hier beachten müssen, es ist ja das Werk des Heiligen Geistes,
Aber derjenige, der direkt das Wort bekommen hat durch diesen Heiligen Geist und als Zeuge wirkt, das ist ein Mensch, der neue Johannes. Was ist der Beweis dafür? Wenn wir in Offenbarung 1, Vers 2 schauen, da sehen wir, Johannes hat das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt. Und in Offenbarung 22, Vers 8 sehen wir, ich, Johannes, bin der, welcher diese Dinge hörte und sah. Das heißt, es ist ein Mensch, oder? Auf den das begrenzt wird. So ist das. Und dann heißt es hier, dass sie mit Sacktuch begleitet sind. Was bedeutet das wiederum? Es bedeutet, dass sie eben Worte haben, die zur Buße aufrufen für die toten Werke. Das heißt, diese zwei Zeugen sind mit Sacktuch begleitet und weissagen 1260 Tage lang. Bei den Israeliten war es so, wenn sie Buße getan haben für Sünde oder wenn Menschen gestorben sind, dann haben sie Sacktuch angezogen und darin gewickelt. Und das wird eben als Gleichnis genommen, dieser Tradition der Juden, um das zu beschreiben. Das wird mir auch in Lukas 10, Vers 13 wieder. Sacktuch anzuhaben bedeutet also, dass man zur Buße auffordert. Und bei Prophezeiungen geht es doch um etwas Zukünftiges, oder? Wenn wir in Amos 3, Vers 7 schauen, da heißt es, dass Gott nichts tut, es sei denn, dass er sein Geheimnis zuerst seinen Knechten, den Propheten, enthüllt hat. Und so sehen wir auch, dieser Zeuge, der bekommt jetzt das Zukünftige von dem Herrn und hat das dann wiederum geweissagt, dass es so werden wird. Und diese zwei Zeugen, sie werden auch als zwei Ölbäume, als zwei Leuchter bezeichnet, oder? Die zwei Ölbäume, die zwei Leuchter hier sind was? Wenn das Menschen sind, müssen wir schauen, was das für Menschen sind, wer das ist. Diese zwei Ölbäume sind zwei Zeugen, die auf dieser Erde den Herrn empfangen, ihm dienen. Wenn wir in Zacharja 4, Vers 11 bis 14 schauen, da ist die Rede von zwei Ölbäumen, die vor dem Herrn der Erde stehen. Das sind zwei Zeugen wiederum. Das heißt, das Zeugnis dieser Menschen ist auch dann das Zeugnis Jesu, oder? Daher sind das also Menschen, die gerade als Fürsprecher Jesu Worte sprechen. Das wäre auch keine Übertreibung, es so zu bezeichnen. Und sie wurden auch als zwei Leuchter bezeichnet, wenn wir schauen. Die sieben Geister der Feuerfackeln, die vor dem Thron Gottes sind, die sind also mit diesen beiden zusammen, können wir sehen, oder? In Kapitel 4, Vers 5 kommt das genau vor. Und die zwei Zeugen sind zwei Ölbäume. Wenn man aber schaut, was ist die Notwendigkeit dieser Ölbäume? Wir schauen uns das mal gemeinsam an. Wir Gläubigen, wir sollten doch Jesus unbedingt empfangen, wenn er wiederkommt, oder? Wenn wir dann dort schauen, da heißt es, man muss Öl vorbereiten, nur dann kann man doch Jesus, der das Licht ist, den Bräutigam empfangen. Das ist Matthäus 25 genau beschrieben, dass man Lampe und Öl vorbereitet haben muss. Nur solche klugen Jungfrauen können ihn empfangen. Die Lampe ist gemäß Psalm 119, Vers 105, wenn wir da schauen in Vers 105, das Wort Gottes, es wird als Lampe, als Leuchte bezeichnet. Und was ist mit dem Öl gemeint? Wenn wir in 2. Mose 27, Vers 20 schauen, da heißt es, dass Oliven zerstoßen werden sollen, und mit diesem Öl der Leuchter angezündet werden soll. Auch in 3. Mose 24, Vers 1 bis 3 kommt derselbe Inhalt vor, oder? Genauso wie aus einem Ölbaum eben Olivenöl herauskommt, so ist es auch so, weil diese Ölbäume für die zwei Zeugen stehen, da ist das, was diese zwei Zeugen bezeugen, diese Worte sind dann das Öl. Das heißt, nur die Menschen, die von diesen zwei Zeugen dieses Wort empfangen haben, die werden dann zu klugen Jungfrauen und können Jesus, den Bräutigam, empfangen. Das sind wirklich erstaunliche Inhalte. Jeder, der jetzt aber diesen zwei Zeugen Schaden zufügen möchte, der wird verzehrt mit dem Feuer, das aus dem Mund der zwei Zeugen kommt. So, ist es dann wirklich so, dass fleischliches Feuer aus diesem Mund der zwei Zeugen kommt, dass damit die Feinde angezündet werden? Das sind gleichnishafte Worte, müssen wir wissen, oder? Feuer bezeichnet, wie wir bereits wissen, Worte des Gerichts Gottes. Wenn wir schon Jeremia 5, Vers 14, da sagt Gott auch zu Jeremia, diese Worte sollen in dem Mund Jeremias zu Feuer werden und das Volk, das wie Holz ist, soll verzehrt werden damit. Wenn wir das jetzt beim ersten Kommen uns anschauen, in Lukas 12, Vers 49, da hat Jesus gesagt, ich bin gekommen, mit Feuer auf die Erde zu werfen. Und wie wünschte ich, das wäre schon angezündet. Das hat er doch da, oder? Das heißt, dieses Feuer, es bezeichnet Worte des Gerichts. So, weil dieses Feuer also ein Gleichnis ist, ist es so, dass wir wissen müssen, dass auch die Feinde, die verzehrt werden, ein Gleichnis sind. Was ist dann dieser Feind, der verzehrt wird? Damit ist der böse Geist gemeint, der in den falschen Propheten drin ist. So, dann ist das, was sie aussprechen, doch dann Unwahrheit, oder? Wenn wir in Offenbarung 16, Vers 13 schauen, da heißt es, dass aus dem Mund des Drachen, des Tieres und dieses falschen Propheten dann böse Geister hervorkommen, aus dem Mund.
Das heißt, in dem falschen Propheten ist der böse Geist, Unwahrheit. Das ist dann der Feind, der verzerrt werden muss. Wenn wir dann weiterschauen, in Vers 6 bis 10, wir lesen das mal. Offenbarung 11, Vers 6 bis 10. Diese haben die Macht, den Himmel zu verschließen, damit während der Tage ihrer Weissagung kein Regen fällt. Und sie haben Gewalt über die Wasser, sie in Blut zu verwandeln und die Erde zu schlagen mit jeder Plage, so oft sie nur wollen. Und wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben werden, wird das Tier, das aus dem Abgrund heraufsteigt, Krieg mit ihnen führen und wird sie überwinden und sie töten. Und ihr Leichnam wird auf der Straße der großen Stadt liegen, die geistlich gesprochen Sodom und Ägypten heißt, wo auch ihr Herr gekreuzigt wurde. Und viele aus den Völkern und Stämmen und Sprachen und Nationen sehen ihren Leichnam 3 Tage und 1/2 und erlauben nicht, ihre Leichname ins Grab zu legen. Und die auf der Erde wohnen, freuen sich über sie und sind fröhlich und werden einander Geschenke senden, denn diese 2 Propheten quälten die auf der Erde Wohnenden. Ja, gut gelesen. Der Inhalt des Textes sagt aus, dass diese 2 Zeugen, nachdem sie mehrere Plagen von sich gegeben haben und dann getötet werden, diese 2 Zeugen haben hier diese verschiedenen Plagen, was das damit auf sich hat, wollen wir herausfinden. Sie können den Himmel verschließen und dafür sorgen, dass es nicht regnet. Und ein anderes ist, dass sie das Wasser in Blut verwandeln können. So, was bedeutet das, dass diese Menschen den Himmel verschließen? Ist es wirklich so, dass den Himmel verschließen, dass es nicht regnet? Wir müssen hier wieder wissen, dass das ein Gleichnis ist. Wollen wir uns mal die Antwort anschauen? So, die Heiligen, die mit diesen Zeugen sind, die sollen jetzt aber das Wort nicht an den Außenhof des Tempels verkündigen. Was für ein Ort bezeichnet denn der Himmel? Es ist auch der Ort, wo Sonne, Mond und Sterne sind, oder? Wenn wir aber schauen in 1. Mose 37, Vers 9 bis 11, da sehen wir, dass die Familie von Jakob im Gleichnis als Sonne, Mond und Sterne bezeichnet wurde. Das heißt, der Ort, an dem die Familie von Jakob versammelt ist, ist auch dann der Himmel. Das heißt, der neue Johannes und diese kleine Anzahl von Menschen, die hier versammelt sind, diesen an einem Ort, den wir Himmel nennen können, oder? Und so ist es so, dass die Heiligen, die mit dem Zeugen gemeinsam sind, mit dem neuen Johannes, dann den Himmel bilden. Und von dort soll jetzt aber kein Wort Gottes dann an den Außenhof des Tempels verkündigt werden. Warum? Wenn wir in 5. Mose 32, Vers 2 schauen, da heißt es ja, dass der Regen, der vom Himmel kommt, doch für die Lehre Gottes steht, oder? Und in Jesaja 5, Vers 3 bis 7 können wir sehen, dass Gott den Wolken befehlt, dass sie keinen Regen regnen lassen. So, der Regen ist ja das Wort Gottes und der Ort, aus dem doch dieses Wort hervorkommt, ist auch dann der Tempel, oder? Das wird jetzt hier also nicht erlaubt. Wenn wir dann schauen, dass das Wasser in Blut verwandelt wird, wenn wir an die Geschichte denken zu Moses' Zeit, da war es ja so, dass dann in Ägypten das Wasser vom Strom geschlagen wurde und dann sich in Blut verwandelt hat, sodass man es nicht mehr trinken konnte, oder? Genauso auch in der heutigen Zeit. Mit diesem offenbarten Wort wird die Lehre der Zerstörer als Lüge, als Unwahrheit aufgedeckt. Hier sehen wir diese 2 Zeugen. Sie sagen über den falschen Hirten, der wie das Tier aus dem Abgrund ist, dass sie eben Teufel sind, dass sie Zerstörer sind und deswegen haben diese Tiere dann geistig betrachtet diese 2 Zeugen getötet. So, was ist dann hier wohl das Tier aus dem Abgrund? Zunächst einmal wollen wir schauen, was der Abgrund ist. Abgrund hat im Sinokoreanischen verschiedene Schriftzeichen. Das erste steht für nicht vorhanden. Dann noch ein Ort, ein Schriftzeichen für Tiefe und etwas, wo es kein Wasser gibt. Das heißt, es bezeichnet einen tiefen Ort, eine tiefe Grube, wo es kein Licht gibt, kein Wasser gibt. Kein Wort Gottes also. So eine Organisation ist damit gemeint, die Hölle letzten Endes. Das ist also die Behausung Satans. Wenn wir dann schauen, in Offenbarung 9, Vers 2 hatten wir das ja gelernt, da kommen ja, woher? Aus dem Abgrund diese Heuschrecken, die vom Teufel besessen sind und sie quälen doch dann die Menschen vom Zelt Gottes, oder? Und wenn wir in Sprüche, Kapitel 30, Vers 2 und 3 schauen, dann sehen wir, dass damit keine fleischlichen Tiere gemeint sind, sondern es sind Menschen, die das Wort Gottes und Gott selbst nicht kennen. Die werden mit Tieren gleichgesetzt.
Das heißt, das Tier aus dem Abgrund, das sind dann falsche Hirten, die damit gemeint sind, die zu der Behausung Satans gehören, die wie die Hölle ist. Dass die zwei Zeugen ihr Zeugnis vollendet haben, das bedeutet, diese zwei Zeugen haben alles, was sie zu sagen haben, auch gesagt. Dann haben sie damit ihr Zeugnis vollendet, oder? Ihr habt dies und das getan und deswegen seid ihr eben zum Teufel zugehörig, ihr seid Zerstörer. Das haben sie gesagt und damit war ihre Aufgabe erfüllt, oder? Dass jetzt dieses Tier diese zwei Zeugen tötet, bedeutet, diese Zeugen, die haben ja die Berufung, das Wort zu bezeugen, aber sie haben jetzt diese Berufung als Zeugen Interessen bekommen, sodass sie dann jetzt getötet worden sind in dem Sinne, oder? Das Tier hat nämlich sich zusammengetan mit den Mächten der Welt. So, diese zwei Zeugen, sie werden jetzt zu Leichen und sie liegen bei dieser großen Stadt. Wenn das jetzt fleischliche Leichname wären, wo müsste das sein? Eigentlich müssten sie doch in einem Grab liegen, oder? Aber dass sie bei dieser großen Stadt sind, bedeutet, sowohl diese Leichen sind etwas Geistliches, als auch diese große Stadt ist etwas Geistliches, oder? So, diese große Stadt bezeichnet den Tempel des Zeltes, wo Gott gewirkt hatte. Sie hatten etwa 80 Nebengemeinden, das heißt, es war schon eine sehr große Stadt, oder? An diesem Ort hat sich dann die Macht des Zerstörers eingenistet. Wie groß muss dann diese Organisation erst recht gewesen sein, nachdem sich das zusammengetan hat? Und so wird diese große Stadt, dieser verworfene Tempel des Zeltes, die heidnisch geworden sind, deswegen große Stadt. Hier in diesem Tempel des Zeltes ist wer hereingekommen? Der Zerstörer ist hereingekommen und sie haben ihre Kräften zusammengelegt, sodass sie schon eine sehr große Macht hatten. Dass es Leichname sind, das bezeichnet ja, dass sie in einem Zustand sind, wo sie eben nicht ihre Berufung ausführen können, wo sie kein Zeugnis geben können. Und diese große Stadt, sie wird geistlich als Sodom bezeichnet, als Ägypten oder auch als der Ort, wo Jesus ans Kreuz geschlagen worden ist. Warum? In Hosea 12, Vers 11 können wir sehen, dass Gott viele Visionen gezeigt hat, oder? Er hat also nicht Realitäten gezeigt. Und auch die Propheten nutzt er, um Gleichnisse zu geben. Sodom bezeichnet doch einen Ort, der zerstört worden ist. Die Verdorbenheit von diesem Zelt ist also genauso wie bei Sodom, das zerstört worden ist. Wie verdorben es dann gewesen sein muss, kann man schon daran erkennen, oder? Und dass es als Ägypten bezeichnet wird, liegt woran? Mose und Aaron, sie haben ja gegen diesen Pharao gekämpft, der sich gegen das Werk Gottes gewehrt hat. Genauso ist es auch von der Bedeutung her. In der heutigen Zeit haben diese zwei Zeugen gegen diese bösen Mächte gekämpft und sind doch dann auf diese Weise hier so getötet worden, oder? Und der Ort, an dem Jesus gekreuzigt wurde, ist auch wieder als Gleichnis genommen. Jesus ist der jemand, der ohne Sünde ist. Dieser sündenlose Jesus, er wurde doch von diesem widerschmutzigen Volk in Jerusalem getötet. Dieses Jerusalem ist also damit gemeint. Wenn wir schauen in Matthäus 16, Vers 21, da sagt Jesus, dass er nach Jerusalem hinaufgehen wird und dass er getötet wird und nach 3 Tagen aber wieder aufersteht. Genauso auch in der heutigen Zeit, dieser Zeuge ist also getötet worden. Beim ersten Kommen ist man zwar fleischlich getötet worden, aber in der heutigen Zeit, bei diesem Werk des Wiederkommens, ist es so, dass die zwei Zeugen geistlich getötet werden. Das ist der Unterschied. Und das heißt dann, dass die Völker, die Stämme, die Sprachen und die Nationen, diese ganzen Menschen, diese Leichname sehen. Wer sind diese Menschen? Es sind die Heiligen vom Zelt, die zum Zerstörer gehören, und die gewöhnlichen Gemeindemitglieder sind damit gemeint. Die sind dann hier diese Völker, die Stämme, die Sprachen und die Nationen, könnte man sagen. Und warum? Wenn wir in Offenbarung 13, Vers 7 schauen, da heißt es, dieses Tier, es herrscht gerade über Völker, Stämme, Sprachen und Nationen. Das heißt, es sind doch diejenigen, die gerade von dem Teufel begleitet werden, die zu ihm gehören. In Offenbarung 17, Vers 15 genauso. Und dann wurde gesagt, dass sie das jetzt 3,5 Tage lang begutachten, belogen. Was genau? Diese Leichname. Dass sie das sich anschauen, das bedeutet, dass sie da einfach nur schaulustig dabei stehen und sich darüber lustig machen, dass sie gerade kein Zeugnis geben können. Sie können ja kein Zeugnis geben, auch keine Weissagung mehr geben. Sie sind doch dann in einem Zustand, wo sie ihre Berufe nicht ausführen können. Und das haben sie 3,5 Tage lang, also schaulustig mit ihnen gesehen. Die Wirklichkeit davon ist was? Bevor sich die Prophezeiung erfüllt, hat das kein Mensch gewusst. Aber wenn sich das erfüllt, dann wird es doch eine Realität dazu geben, oder? Der Zeitraum in Realität, diese 3,5 Tage, war dann vom 30. Januar 1981 bis zum 2. Februar. Das bezeichnet diese 3,5 Tage. Warum? Wenn es sich erfüllt, dann muss es doch eine Realität geben, die man kennt, oder? So ist es. Und diese Wirklichkeit
dass die Leichname nicht ins Grab gelegt wurden. Wenn wir schauen, dieses Grab bezeichnet was? Es bezeichnet dann eine Denomination der Zerstörer. Wenn wir in Lukas 11, Vers 44 schauen, da war es so, dass die schriftgelehrten Pharisäer in das Judentum nach Jerusalem eingedrungen sind und Jesus hat sie als Gräber bezeichnet, als Grüfte und auch in Matthäus 23, Vers 27, also übertünchte Gräber. Grüfte sind doch eben auf der Oberfläche, deswegen wissen die Menschen nicht immer, dass sie über ein Grab hinweggehen. Und auch bei übertünchten Gräbern, da weiß man ja nicht, dass es wirklich Gräber sind, weil die so schön scheinen. Das heißt, damit sind eben die Denominationen der Zerstörer gemeint. Dass sie aber nicht begraben werden können, bedeutet, dass diese zwei Zeuge nicht in ihre eigene Denomination aufgenommen worden sind. Warum? Weil sie doch zu ihnen gesagt haben, ja, ihr seid Teufel, ihr gehört zum Zerstörer. Wer würde diese Leute dann schon in die eigene Gemeinde aufnehmen? Und sie freuen sich und sind fröhlich über den Tod dieser zwei Zeugen und sie schenken einander sogar Geschenke. Was bedeutet das? Die zwei Zeugen, sie haben jetzt aufgehört, diese Worte des Gerichts auszusprechen und weil sie das jetzt nicht mehr hören mussten, haben sie sich gefreut. Und diese Kunde, die haben sie sich wie Geschenke zugesendet. Dann lesen wir weiter in Vers 11 bis Vers 14. Offenbarung 11, Vers 11 bis 14. Und nach den drei Tagen und einem halben kam der Geist des Lebens aus Gott in sie, und sie stellten sich auf ihre Füße, und große Furcht befiel die, welche sie schauten. Und sie hörten eine laute Stimme aus dem Himmel zu ihnen sagen, steigt hier herauf, und sie stiegen in den Himmel hinauf in der Wolke, und es schauten sie ihre Feinde. Und in jener Stunde geschah ein großes Erdbeben, und der zehnte Teil der Stadt fiel, und 7000 Menschennamen wurden in dem Erdbeben getötet, und die übrigen gerieten in Furcht und gaben dem Gott des Himmels Ehre. Das zweite Wehe ist vorüber, siehe, das dritte Wehe kommt bald. So, nachdem sie gestorben sind, sind 3,5 Tage vergangen und sie haben dann wieder Geist des Lebens bekommen und sind wieder lebendig geworden. Darum geht es hier, so dass sie jetzt diesen Geist des Lebens bekommen haben, diese zwei Zeugen. Was bedeutet das? Was ist dieser Geist des Lebens, der sie lebendig gemacht hat? Geist des Lebens bezeichnet hier, wenn man schaut, da ist ja das Leben mit drin, Geist, Odem. Also irgendein Odem, der lebendig macht, das wird hier als Geist Odem des Lebens bezeichnet. Wenn wir schauen, in der Bibel, da gibt es bei Odem des Lebens nur das Wort Gottes. Dieses Wort Gottes ist also jetzt in den Menschen hineingefahren, dass er wieder aufsteht und wieder anfängt zu wirken. Das ist damit gemeint. In 1. Mose 2, Vers 7 können Sie sehen, dass ja mit Erde ein Mensch gebildet wurde und das Odem des Lebens in ihn geblasen wurde und er dann eine lebende Seele geworden ist. Und wenn wir in Johannes 1 schauen, da sehen wir, worin ist das Leben? Genau. In diesem Wort ist das Leben, das steht in Johannes 1, Vers 4, oder nicht? Und diese zwei Zeugen, sie sind in einer Wolke in den Himmel aufgefahren. Was bedeutet das? Diese Wolke bezeichnet Geister, das heißt, dass sie vom Geist geleitet werden. Und es ist dann so, dass diese zwei Zeugen dann auf dieser Erde in den Himmel, in das Himmelszelt hineingehen und wieder anfangen, mit den Posaunen zu blasen. Und dann ist es doch so, dass die Feinde, die das mit ansehen, doch wirklich erschrecken, oder? Wer sind denn diese Feinde, die das gut achten? Das sind doch dann die Anhänger von Satan, eben die Feinde. Warum? Sie haben sich ja gegen Gott widersetzt und deswegen sind sie doch Feinde, oder? Aber dann ist es so, dass man dachte, ja, dieses Zeug am Ende genommen, aber weil sie es wieder anfangen mit ihrem Zeugnis, sind ihre Herzen sehr stark erschüttert worden. Und deswegen heißt es, dass diese große Stadt wegen dem Erdbeben dann zu Fall kommt. So, wenn diese Erde erschüttert wird, dann ist es doch so, dass ein Erdbeben damit bezeichnet wird und genauso auch bei den Herzen der Menschen. Das bezeichnet dieses geistliche Erdbeben. Was ist dieses große Erdbeben also? Das bedeutet, dass das Herz sehr stark erschüttert wurde, also ein geistliches Erdbeben. Und was bedeutet es, dass der zehnte Teil der großen Stadt gefallen ist, dass dieser Tempel des Zeltes von der Organisation her zu einem dritten Teil, zu einem zehnten Teil gefallen ist? Dieses Zelt ist in die Zugehörigkeit der Zerstörer hineingegangen, sodass das alles gefallen ist. Das hat aber mit diesem zehnten Teil quasi angefangen. Und es heißt, dass dabei 7000 Menschen aus dem gekommen sind. Das sind aber nicht alle Gemeinden der Welt, sondern es ist dieses abgefallene Zelt der sieben goldenen Leuchter. Die Heiligen davon sind gemeint. Auf der Gegenseite gibt es hier einige übrigen, die Gott Herrlichkeit darbringen. Wer sind diese?
Sie sind die Menschen, die von den zwei Zeugen gemessen worden sind. Der Hof außerhalb des Tempels, der ist ja bereits den Heiden übergeben worden. Wer sind diese hier aber? Es sind diejenigen, die von den zwei Zeugen gemessen worden sind. Dann schauen wir weiter in Vers 15 bis Vers 19. Wir lesen das mal. Offenbarung 11, Vers 15 bis 19. Und der siebente Engel posaunte, und es geschahen laute Stimmen im Himmel, die sprachen, das Reich der Welt ist unseres Herrn und seines Christus geworden, und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 24 Ältesten, die vor Gott auf ihren Thronen sitzen, fielen auf ihre Angesichter und beteten Gott an und sprachen, wir danken dir, Herr Gott, Allmächtiger, der ist und der war, dass du deine große Macht ergriffen und deine Herrschaft angetreten hast. Und die Nationen sind zornig gewesen, und dein Zorn ist gekommen, und die Zeit der Toten, gerichtet zu werden, und die Zeit, den Lohn zu geben, deinen Knechten, den Propheten, und den Heiligen, und denen, die deinen Namen fürchten, klein und groß, und die zu verderben, welche die Erde verderben. Und der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet, und die Lade seines Bundes wurde in seinem Tempel gesehen, und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner und ein Erdbeben und ein großer Hagel. Ja, gut gelesen. Den Inhalt dieses Textes können wir zusammenfassen als die siebte Posaune und das Reich Gottes. Als die siebte Posaune geblasen wird, da wird dieses Reich der Welt zum Reich Gottes, heißt es hier. So, diese siebte Posaune, wenn wir schauen, in dieser Hauptreferenz ist das der allerwichtigste Inhalt. Was für ein Inhalt? Es ist der Sieg Gottes und das Heil Gottes, das jetzt auf dieser Erde entfaltet wird. Vergangenes Mal in Offenbarung 8 und 9 haben wir das bereits gelernt. Von der ersten bis zur sechsten Posaune, da ging es worum, dass das auserwählte Volk Gottes zerstört wird. Dieser Inhalt wurde damals kundgetan. Aber das, was jetzt hier in dieser Hauptreferenz vorkommt, als siebte Posaune, das ist das Geheimnis Gottes. In Kapitel 10, Vers 7 haben wir das doch gelernt, oder? Als der siebte Engel posaunt, was passiert da? Das Geheimnis Gottes, das wird erfüllt, so wie es seinen Knechten, den Propheten, verkündigt hat als gutes Evangelium. Ja, worum geht es hier inhaltlich? Dass eben dieses Reich der Welt zum Reich Gottes wird, ein erstaunliches Geheimnis. Bis jetzt war es so, dass wir bei Reich Gottes immer dachten, das ist irgendein Reich, wo wir dann hingehen, nachdem wir gestorben sind. Aber hier sehen wir doch, wenn der siebte Engel posaunt, dann wie dieses Reich der Welt, über das der Tod geherrscht hatte, zu einem Reich Gottes, wo das Leben herrscht, oder? Und ab diesem Zeitpunkt ist es dann so, dass Jesus dann wiederkommt und in Ewigkeit auf dieser Erde herrscht als König. Das bedeutet, dass sich Auferstehung und ewiges Leben auf dieser Erde erfüllen, so wie in 1. Korinther 15, Vers 51 bis 54 verheißen ist. Worum geht es da inhaltlich? Diese Märtyrer, sie werden mit himmlischem Leib wieder lebendig werden, auferstehen. Und auch wir, die wir leben, werden verwandelt werden. Verwandelt werden und dann auf diese Weise wird dann der Tod vom Leben verschlungen, sodass dann wir ins ewige Leben eingehen. Dieses erstaunliche Geheimnis Gottes. Geliebte Pastoren auf der ganzen Welt und auch werte Theologen und auch Gemeindemitglieder, dass ich das nicht gewusst habe oder falsch gedacht habe, das ist es nichts Merkwürdiges, sondern es ist etwas, was ja ein Geheimnis Gottes gewesen ist. Das heißt, nur Gott kann das dann wissen, oder? Deswegen öffnen Sie bitte Ihre Herzenstüren. Lassen Sie uns alle gemeinsam in diese Hoffnung von der Auferstehung und des ewigen Lebens eingehen. Es ist wirklich gut, dass Sie zu diesem Seminar gekommen sind. Und diese ganze Menschheit, damit sie in Auferstehung und ewiges Leben eingehen kann, ist es so, dass sie unbedingt den Schall der siebten Posaune hören müssen, sodass sie den wahren Gott, Jesus und den, den sie gesandt haben, erkennen. So, wenn man ewig leben möchte, steht doch in Johannes 17, Vers 3, das ewige Leben ist doch den wahren Gott und den, den er gesandt hat, zu erkennen. Nur dann kann man doch ewig leben. Wie kann man sie aber erkennen? Was ist die Methode? Einzig eine. In Matthäus 11, Vers 27, nur der Sohn und der, dem der Sohn es offenbaren will, der diese Offenbarung empfangen hat, der kann das wissen. Beim ersten Kommen war es die Offenbarung des Alten Testaments, aber jetzt ist es ja so gewesen, dass das Geheimnis Gottes dann nur durch Jesus zu hören war.
In der heutigen Zeit dann wiederum ist die Offenbarung Jesu etwas, was wir ja doch auch vorher gelernt haben, dass diese Offenbarung wo? Doch in diesem Bauch von dem neuen Johannes drin ist, oder? Weil Jesus es doch geöffnet hat, es ist doch die Offenbarung Jesu. Es ist die Offenbarung des Neuen Testaments, die Offenbarung Jesu, die ist aber in den Bauch von Johannes, dem neuen Johannes hineingegangen, sodass man nur, wenn man diesen neuen Johannes trifft, doch diese Worte hören kann und so wir doch den wahren Gott, Jesus und den er gesandt hat, den Hirten erkennen können und so auch ewiges Leben genießen können. Das ist wirklich ein unglaublicher Segen, deswegen hören Sie das unbedingt. Und dieses Reich der Welt, wenn es zum Reich Gottes wird, was passiert dann noch? Was für eine Reaktion sehen wir dann? Die Nationen, die Heiden werden zornig sein. Warum ist es wohl so? Diese Nationen, sie haben ja selber diese Welt beherrscht, aber das wird jetzt zum Reich Gottes, sodass sie letzten Endes dann selbst gerichtet werden. Deswegen werden sie dann wohl auch zornig sein, oder? Aber alle Schöpfung Himmel und Erde ist doch etwas, was Gott erschaffen hat. Oder wenn es auch wieder an Gott zurückgeht, was ist daran falsch? Und diejenigen, die die Erde verdorben haben, werden gerichtet. Wer sind sie? Es sind diejenigen, die das Zelt Gottes verschlungen hatten. Die Zerstörer werden also gerichtet. Dieser Inhalt ist etwas, was wir dann bei Offenbarung 16, 17, 18 sehen werden. Da das sollten Sie bitte gut hören und das gut erkennen. So, wenn jetzt also die siebte Posaune geblasen wird, dann ist es so, dass die Nationen, die Heiden, die Zerstörer, ja, zwar ausrasten und dann aber auch gerichtet werden. Auf der Gegenseite haben wir dann aber diejenigen, die den Namen des Herrn fürchten, und die werden einen Lohn empfangen. Was für einen Lohn? In Offenbarung 2 und 3 sehen wir doch, dass da 12 verschiedene Segen als Lohn niedergeschrieben sind, oder? Die bekommt man. In Offenbarung 19, 20 und 21 wird es auch Ihnen nochmal genau bezeugt werden. Es wird eine Hochzeit von Geist und Fleisch geben und es wird eine erste Auferstehung stattfinden und Gott und das Himmelreich der geistlichen Welt kommen auf diese Erde herab. Diese Inhalte kommen dort vor. So, eine Frage an Sie. Werte Leiter dieser Religionswelt und auch werte Theologen und auch werte Gemeindemitglieder. Wenn Sie den Schall der siebten Posaune hören, werden Sie zornig werden oder wollen Sie den Namen des Herrn fürchten und dann auch Lohn empfangen? Dass doch alle den Namen dieses Herrn fürchten und Lohn empfangen und insbesondere unsere Pastoren, dass sie das gut lernen und dann auch wiederum ihren eigenen Gemeindemitgliedern gut beibringen können, dass wir doch miteinander in himmelreich ein ewiges Leben eingehen können, das wünsche ich mir von ganzem Herzen. So werden Sie das machen, oder? Ja, so wird das werden. So, dann schauen wir im letzten Vers, Vers 19 von Offenbarung 11. Der Tempel Gottes wird geöffnet und hier sehen wir, gibt es großen Hagel. So, was bedeutet es, dass dieser neue Tempel Gottes jetzt geöffnet wird? Das bedeutet, dass diese Existenz von diesem neuen Tempel Gottes in der Welt dann auch weithin bekannt werden wird. Die Realität dazu schauen wir uns das mal an. Bevor sich diese Prophezeiung erfüllt, gibt es ja noch keine Realität, deswegen hat es auch kein Zeugnis darüber geben können. Aber wenn das erfüllt wird, dann gibt es doch eine Realität, eine Wirklichkeit davon. Das müssen wir wissen. Jesus hat doch gesagt, jetzt habe ich es euch gesagt, ehe es geschieht, damit ihr glaubt, wenn es geschieht. Indem wir dann diese Wirklichkeiten sehen, oder? So ist es. Wir wollen also dann die Realität dazu herausfinden. Das ist nämlich was? Shinchonji, Kirche Jesu, Tempel des Heiles des Zeugnisses. Die Gründung davon, könnte man sagen. Shinchonji, Kirche Jesu, sehen wir in Offenbarung 21, ist der neue Himmel und die neue Erde. Das wird abgekürzt als Shinchonji bezeichnet. An diesem Ort ist es so, dass Jesus lehrt, deswegen ist es die Kirche Jesu. Und weil Abfall und Zerstörung bezeugt werden, ist es der Tempel des Zeltes des Zeugnisses, der Tempel Gottes, oder? Das ist am 14. März 1984 gegründet worden. Da hat es einen Anfang genommen. So wie Sie hier sehen können auf diesem Bild. Dieser Tempel des Zeltes des Zeugnisses, der wurde ab dieser Zeit dann in der ganzen Welt bekannt. Dieses Jahr stellt das 38. Jahr seit der Gründung von unserem Shinchonji dar, geliebte Pastoren und Theologen, Gemeindemitglieder. Gott hat sich das so sehr gewünscht. Jesus hat sich das so sehr gewünscht. Shinchonji Kirche Jesu, Tempel des Heiligen des Zeugnisses. Dass es auf dieser Erde eröffnet worden ist, diese Kunde tun wir Ihnen kund. Da sollten wir doch wirklich doch auch große Hoffnung bekommen, oder? So, und wenn der Tempel Gottes geöffnet wird, wir sehen hier, in diesem Tempel ist ein großer Hagel. Weil der Tempel geöffnet ist, kann man darin etwas sehen. Was ist da nämlich? Es ist dort die Bundeslade und was noch? Blitze und Stimmen und Donner gibt es hier. Und
Zu guter Letzt heißt es, gibt es da noch einen großen Hagel. Lade des Bundes ist ja ein Gefäß, dann in dem der Bund enthalten ist. Das heißt, es sind dann die Worte des Bundes, oder? Und diese Blitze bezeichnen die schnellen Fortbewegungen der Geister. Und die Stimmen und die Donner bezeichnen die Stimme Gottes, Gottes Donner, könnte man sagen. Das ist ein Ort, wo Gott über alles waltet, wo er herrscht, und das hört man da. Und was ist in diesem Tempel? Ein großer Hagel, wurde gesagt. Wenn man schaut, die Menschen heutzutage, sie sagen, dieser große Hagel wäre eine Atombombe oder auch eine biochemische Wache, so etwas wird auch gelehrt. Aber wenn es doch wirklich so eine Bombe wäre, dann müsste es doch irgendwo gelagert sein. Aber es heißt auch, es ist im Tempel Gottes. Das heißt, das ist lediglich ein Menschengebot, was da gelehrt wird, sondern es gibt eine andere Wirklichkeit davon. Was ist das? Wenn wir schauen, Hagel ist doch etwas, was entsteht, wenn Regen gefriert, oder? Der Regen ist doch aber das Wort Gottes. Das heißt, es sind die Worte des Zornes Gottes. Und auch der Hirte, der diese Worte des Zornes empfangen hat, der wird dann zu diesem großen Hagel. Und so sehen wir, dieses Wort des Zorns ist eben der Hagel, und der Hirte, der diese Worte bekommen hat, der wird dann zum Hagel. So, wir wollen dann mal ein Fazit ziehen zu diesem Wort von Offenbarung 11. Die zwei Zeugen und die siebte Posaune, das war ja die Überschrift, die zwei Zeugen und die siebte Posaune. Wie ich in der Einleitung gesagt habe, diese zwei Zeugen sind zwei Zeugen Jesu. Als sie dann ihr Zeugnis auf diese Weise abgeschlossen haben, vollendet haben, da ist es so, dass sie getötet werden, durch das Tier, das aus dem Abgrund heraufgekommen ist. Aber nach 3,5 Tagen werden sie wieder lebendig. Und dann wird der siebte Posaunenschall geblasen, oder? Dieser siebte Posaunenschall ist das, was wir in Offenbarung 10, Vers 7 bereits gesehen haben, ein Geheimnis Gottes gewesen. Ein Geheimnis, das nur Gott wusste, oder? Was war der Inhalt davon? Dass eben dieses Reich der Welt, über das der Tod geherrscht hatte, jetzt zu einem Reich Gottes wird, über das das Leben herrscht. Ein erstaunliches Geheimnis, oder? Das Allerwichtigste ist also der Inhalt von Offenbarung 11, Vers 15, wo in Kapitel 11. So, dadurch, dass es zum Reich Gottes wird, ist es so, dass diese Toten mit himmlischem Leib wieder lebendig werden und dass auch wir, die wir leben, verwandelt werden, sodass das ewige Leben sich erfüllt. Das ist eben das, was wir auch in 1. Korinther 15, Vers 51 bis 54 gesehen haben, was bei der letzten Posaune geschieht. Genauso erfüllt sich das hier also. So, heutzutage muss die ganze Menschheit die siebte Posaune, nämlich den neuen Johannes, unbedingt treffen, Offenbarung Jesu von ihm bekommen und so den wahren Gott und Jesus und den wahren Hirten erkennen, dass sie dann auch in Himmelreich ein ewiges Leben eingehen. Das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen im Namen Jesu. Wenn man nach der Bibel geht, sehen wir doch in Johannes 17, Vers 3 und in Matthäus 11, Vers 27, dass das ewige Leben darin besteht, den wahren Gott und den, den er gesandt hat, zu erkennen. Aber wie man sie erkennen kann? Nur indem man diese Offenbarung Jesu bekommt. Nur so kann man sie erkennen, wurde gesagt. Darum muss man den neuen Johannes unbedingt treffen, der doch die Offenbarung Jesu bekommen hat. Deswegen lernen Sie dann die Worte gut, dass wir doch alle gemeinsam in das Himmelreich ein ewiges Leben bekommen. Dieser neue Bund Gottes, die Offenbarung, das Zeugnis über die Prophezeiung und Erfüllung der Offenbarung, das Zeugnis über Offenbarung 11 möchte ich hier abschließen. So, es ist eine Bibel, es ist ein Gott, es ist ein Himmelreich und auch wir sind eins. Wollen wir das alle gemeinsam einmal ausrufen? We are one. Ja, vielen Dank, dass Sie bis zum Ende zugehört haben. Dann möchte ich zu unserem Vater Gott beten. Schöpfer, Herr von Himmel und Erde, wir danken dir so sehr und sind dir so dankbar, Vater Gott. Vater, das, was du dir so sehr gewünscht hast, was Jesus sich so sehr gewünscht hat, die Worte dieses neuen Bundes der Offenbarung, die erfüllen sich in dieser Zeit. Und das ist so, dass gemäß deiner Verheißung, Vater, der Versammelseiter von Sinjanji die offenbarten Worte bekommen hat und alle Ereignisse gesehen hat und das jetzt, indem er die Versammelseiter aufgerichtet hat, lehrt. Wo auch der Versammelsleiter selbst, der wirklich die Einheit gebildet hat, und auch die Stammesleiter jetzt im Anschluss die Offenbarung bezeugen. Das ist wirklich der Segen des Himmels und deine Liebe, Gott, daran glauben wir. Bitte, dass alle unsere Pastoren, die doch auf der ganzen Welt jetzt diese Worte hören, und auch alle Theologen und alle Gemeindemitglieder, alle Gläubigen das gut erkennen. Bitte öffne ihre Herzen, du, dafür. Bitte erlaube, dass sie vom Geist berührt werden. Und mehr als alles andere, dass unsere Pastoren diese Worte gut erkennen, dass sie dann auch wiederum ihre eigenen Gemeindemitglieder gut lehren können, dass wir alle gemeinsam in das Himmelreich und in ewiges Leben eingehen können. Das wünschen wir uns von ganzem Herzen.
deine grenzenlose Gnade und Liebe, dass du mit allen diesen Menschen ist, die diese Worte hören in Ewigkeit, Vater. Das wünschen wir uns und im Namen Jesu, der voller Liebe ist, haben wir gebetet. Amen. Der feuerrote Drache, der in den Himmel hineingekommen ist, der sieht wirklich seltsam aus, oder? In der Welt gibt es wahrscheinlich kein Tier, das so aussieht, oder? Dann sollten wir uns doch die Identität von diesem feuerroten Drachen anschauen, der in den Himmel hineingekommen ist, oder? Wir sollten auch wissen, wer das männliche Kind ist, das mit dem eisernen Stab alle Nationen hüten wird, oder? Insbesondere dieser Inhalt ist für die Christen auf alle Fälle ein wirklich wichtiger Inhalt. Diese Woche Donnerstag wird der Matthäus-Stammesleiter Jeonseok Jeong die Worte von Offenbarung 12 verkündigen. Offenbarung 12 handelt von dem Drachen und Gott, dem Krieg zwischen ihnen. Die Zeit bleibt gleich, vormittags um 10 Uhr. Bitte nehmen Sie unbedingt daran teil, dass, wenn Sie doch gläubig sind, Sie das, was Sie unbedingt wissen müssen, die wahre Bedeutung der Offenbarung erkennen, dass es eine gnadenvolle Zeit für Sie wird. Nicht nur im Inland, in Korea, sondern auch im Ausland sehen wir wirklich inbrünstige Reaktionen von Leitern im Gemeindedienst und Pastoren auf der ganzen Welt. In Gott, in Jesus, können wir mit Shincheonji eins werden. Es kommen unaufhörlich auch Anfragen dazu, wie das geschehen kann. Das, was Sie jetzt hier auf dem Bildschirm sehen, sind die repräsentativen Nummern der jeweiligen Stämme. Sie können da Ihre Anfragen hinrichten, dass Sie dann, wenn Sie abgesehen zu den Worten der Offenbarung noch Fragen haben zu der Lehre von Shincheonji oder der Kirche, dann bekommen Sie hier nette Auskunft erteilt. Dann wollen wir jetzt mit dem Gebet abschließen, das der Herr uns gelehrt hat, und damit das Ganze hier beenden. Wir beten gemeinsam das Vaterunser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ja, hiermit wollen wir das heutige Shincheonji Online-Seminar über das Zeugnis über Prophezeiung und Erfüllung der Offenbarung Gottes Neuer Bund abschließen. Vielen Dank, dass Sie heute mit dabei waren.